Wie bestimmt die meisten mitbekommen haben, wurde am Wochenende ein neuer, alter Bundespräsident gewählt. Frank-Walter Steinmeier geht in seine zweite Amtszeit. Wer er ist und was der Bundespräsident eigentlich den ganzen Tag so macht, das klären wir jetzt. Frank-Walter Steinmeier, geboren am 5. Januar 1956 im ostwestfälischen Detmold, ist der insgesamt 12. Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Er promoviert in den Rechtswissenschaften, das heißt, er trägt einen Doktortitel. Dass er Jura in Gießen studierte, verschweigen wir an dieser Stelle natürlich aus Marburger Sicht etwas. Seine politische Karriere begann im Jahr 1993 als Leiter des persönlichen Büros des niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder. Weitere Ämter von Herrn Steinmeier waren unter anderem das des Vizekanzlers. Er war Außenminister und darüber hinaus unter anderem noch Präsident des Rates der EU sowie Chef des Bundeskanzleramtes. Präsident der Bundesrepublik Deutschland wurde er am 12.02.2017. Was der Präsident jetzt genau macht, das klären wir nun. Der Amtssitz des Bundespräsidenten ist das Schloss Bellevue in Berlin. Hier befindet sich auch zugleich das Büro unseres Staatsoberhauptes. Als solcher unterzeichnet er hier unter anderem Gesetzesentwürfe des Bundestages und vereidigt MinisterInnen und RichterInnen. Zudem bereitet er sich im Schloss Bellevue zumeist auf seine vielen Auslandsreisen vor. Der Bundespräsident hat nämlich hauptsächlich repräsentative Aufgaben. Das heißt, er vertritt Deutschland völkerrechtlich im Ausland und unterschreibt beispielsweise Verträge mit anderen Ländern. Anders als in vielen anderen Ländern, wie beispielsweise Frankreich oder den Vereinigten Staaten von Amerika, hat der Bundespräsident von Deutschland wenig mit der alltäglichen Politik zu tun. Gewählt wird der Bundespräsident von der sogenannten Bundesversammlung, die nur eigens dafür einberufen wird, um eben einen neuen Präsidenten zu wählen. Oder, wie vergangenen Sonntag, einen Präsidenten im Amt zu bestätigen. Gewählt wird der Bundespräsident anders als der Bundestag nicht für 4, sondern für 5 Jahre. Einen wichtigen öffentlichen Auftritt hat der Bundespräsident unter anderem bei der Weihnachtsansprache. Wenn alles nach Plan läuft, bleibt Herr Steinmeier also bis 2027 unser Staatsoberhaupt und Bundespräsident.